Jens Baxmann, 4-2 Erfolg in Düsseldorf. Was hat heute den Sieg für euch gebracht? Ja, ich glaube, dass wir uns gut bewegt haben. Wir sind viel gelaufen, wir haben gut gegengehalten. Auch als Düsseldorf am Ende nochmal rankam, 3-2, haben wir nicht aufgegeben. Und vorne das vierte Tor hat uns natürlich auch nochmal ein bisschen Sicherheit gegeben. Und dann haben wir es am Ende eigentlich ganz gut über die Runden gebracht, fand ich. Wir hatten das Spiel eigentlich von Start weg unter Kontrolle. Was war der Grund dafür, dass wir diesmal im ersten Drittel ein bisschen ausgeschlafener wirkten als in den letzten Partien? Ja, das war natürlich unser Plan, dass wir von der ersten Sekunde an da sind. Und ich glaube, wir waren ganz präsent. Ging schon im ersten Wechsel los, wo wir halt viel vorne drin waren. Aber wie es halt manchmal so ist, wir haben eigentlich 20 Minuten sehr, sehr gut gespielt, waren die bessere Mannschaft, aber stand dann halt trotzdem nur 1-1. Und ja, wir haben einfach weitergemacht und am Ende uns dann belohnt. Wir hatten genau ein Powerplay und haben da auch getroffen. Du warst mit auf dem Eis. Kannst du das nochmal kurz beschreiben? Ja, wir waren schon eine Weile im Drittel, glaube ich. Haben wir irgendwie nie so richtig geschossen. Das müssen wir vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen besser machen, dass wir ein paar Schüsse aufs Tor bringen. Ja, und dann haben Danny einfach mal einen mehr oder weniger so halb aufs Tor gelupft, glaube ich. Und Pidi hat einen Schläger reingehalten. Und ja, es hat uns sehr geholfen heute. Du hast schon 3 Tore erzielt in den Spielen und du wurdest heute auch mannschaftsintern zum besten Spieler gewählt. Was ist dein Geheimnis momentan? Ich probiere eigentlich nicht so viel anders zu machen als sonst und ja, einfach Gas zu geben. Wie gesagt, es macht Spaß mit den Jungs und jeder kämpft für den anderen. Und ich glaube, man sieht es auch, dass bis jetzt die Saison, dass wir keine Spiele abschenken, dass wir immer wieder probieren, uns zurückzubeißen, auch wenn wir mal im Rückstand liegen. Und ja, das macht halt einfach Spaß. Iserlohn hat heute 5-0 verloren. Das wird deshalb wahrscheinlich noch schwieriger als sonst in Iserlohn. Was kann man da beachten? Ja, Iserlohn hat immer so ein bisschen seine eigenen Gesetze. Das ist immer so ein bisschen sehr laut, ist es auf jeden Fall. Man weiß nie so, was passiert, wie die Schiedsrichter darauf anspringen, ob es einen kühlen Kopfball waren. Stichelt sich auch mal ein bisschen hoch, so von der ganzen Atmosphäre, auch zwischen den Teams. Und ja, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir auch da einen guten Start haben, dass wir solide stehen. Und ich denke, je länger das Spiel offen ist, dass wir dann auf jeden Fall eine gute Chance haben, auch da zu gewinnen. Viel Erfolg in Iserlohn und jetzt erstmal eine gute Heimfahrt. Dankeschön.